sind irgendwie weg. Ja, die sind schon vorgelaufen. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Ja, dann lauft doch nicht vor. Mann, das war wieder so ein Punkt, wo ich jetzt schreien könnte, ey. Nur um mir Horror reinzubringen. Andrew? Wo seid ihr? Wir sind hier! Ich sehe euch nicht! Ja, dann bleibt doch mal stehen. Verloren. Hey, kommst du mal her? Oh, Scheiße, wie redest du mit mir? Entschuldigung. Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Hör auf, mich auf den Arm zu nehmen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Was hast du gesehen? Es war ein Kind. Ein Kind? Das ist jetzt echt nicht mehr lustig. Ich bin mir sicher. Gehen wir einfach zu den anderen, ja? Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Ja, Hast du das auch gerade gesehen? Ja, da hing eine Hexe oder irgendwie so. Also so ein altes, schrumpeliges Wesen. Gut, wir haben also nicht einen Phallus. Und wenn, dann zusammen. Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Doch, das ist lustig. Hast du einen Krabbeln im Hals, Schatz? Ja. John, bist du das? Du solltest was trinken. Ja. Ringel, Ringel, Reihe. Wir sind die Kinderreihe. Oh, wo immer du bist, das ist echt nicht lustig. Nee, ich find's gut. Na? Ja, wieder nicht kurz gemacht. Oh. Ey, das ist so eine Scheiße. Komm, schau dir das an. Was ist? Ein Steinkreis. Kleines Püppchen? Geheimnis gefunden. Weiß nicht genau. Könnte eine Voodoo-Puppe sein. Hm. Ich sehe mir das genauer an. Ja, siehst dir an. Siehst dir an. Hm. Oh, wie geil. Da hast du dich aber weggebrezelt, oder? Na ja, die steht drauf. Hm. Na komm. Ich bin Andrew. Drew? Und Ihr Name, Gnädefrau? Gnädige Frau! Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Ach, so gut, dass niemand weiß? Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Mit mir? Schatz, du spielst also auch schon wieder hier mit? Ach, ich doch nicht. Hier, Amy, komm hierher. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Creepy. Das Feuer ist rechts weggelaufen. Geht es euch gut?
Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich rede nicht, aber ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Wir vergessen das einfach, dass wir das gesehen haben. Da ist nichts passiert. Nein, alles harmlos. Hallo, Kurator. Tag auch. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Wie gucke ich denn? Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Du hast eine Falte im Teppich. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Ich konnte ja nicht mit ihm quatschen. Er war so verstörend verstört. Entschuldigung. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Ja, guck mal, es ist Freitagabend, da hat Helly immer frei. Ja. Aber es steht so im Vertrag. Achso, zu wissen. Muss definitiv an einem Freitag sterben. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Möp, der Bus ist da. Nächster Halt, das Jenseits. Na, was hast du da gefunden? Eine Postkarte. Ja, einfach biebt's doch mal. Oh,
Nette Postkarte. Oh, das ist so ein Video. Ich guck nicht hin. Das muss ich ja auch machen. Die entdeckten Bilder kannst du im Bereich Sammlung Charaktere. Ich bin als Sensenmann der Busfahrer. Ja, deswegen ja. Guck das wieder hin. Müsstest du da eigentlich auch gucken können dann. Die ist mir voll im Weg. Okay. Ja. Okay. Also gibt es auch diese Bilder unten auf dem Fußboden. Also jetzt unten, nicht irgendwie hängt. So wie im ersten Teil, wo man die ja meistens eher nur hängt, hat das die Bilder. Hm. Naja, müssen wir also so halt suchen. Mhm. Hörst du das? Aber wir sollten zusammenbleiben, Schatz. Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Ich hoffe, du hast recht. Okay, da kann ich gar nicht umgehen. Bleibst du links, dann gehe ich rechts. Mhm. Wenn du rechts mehr siehst. Ich sehe da nämlich mal rechts auch so gut wie dann. Siehst du das? Ab, Bambi! Irgendein großes Tier. Rehhirsch. Rehhirsch. Ein hüschiges Reh. Hier geht's rein. Recht. Warte, ich hab jetzt gerade hier wieder. Ja, ich auch. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Wollte ich gerade hingehen, du Lappen. Ja, klettere da drauf und brich dir das Genick. Verkauf meine Idee nicht für deine, du kleine Pissnäge. Wer schreibt sowas? Geisterstätte im Nordosten. Little Hope zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen von der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgte die Schließung der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hobbs Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung: Architekten des Unleserlich. Unleserlich 2030 Central. In dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac Killer. Doch können ihre schulungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern. Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Das ist irgendwie lustig. Dein Charakter, wenn du was hältst, ne? Ja. Bewegt sich kein Millimeter. Der hat echt. Also so, wenn mein Charakter stand jetzt auch die ganze Zeit, der hat sich wenigstens noch bewegt, aber dein Charakter stocksteif. Okay. Naja. Gutes Standorgan. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Ich weiß, dort? Ich spüre nichts. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Ist eh nur vorgespieltes Interesse.
Also ich sehe da nichts außer Dunkelheit. Ja, schaut da jetzt rein und da ist was. Gollum! Gollum? Da war Gollum! Ja? Ja. Warum hast du... Hätte ja auch noch einen Auftritt. Hast du ihm kein Tier angeboten? Er verschwand wieder. Okay. Mann, mit straffem Schritt voraus. Oh, hier ist ein Haus an der Seite. Und ein Poster an der Laterne. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexen von Edmund. Ein Drama von WM. Das erklärt wohl das mit den altmodischen Klamotten. Meinst du wirklich? Echt? Oh, Quatsch, schon mal dazwischen. Ich weiß ja nicht. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Hey. Fahren wir mal kurz angucken. Sieht schon krass aus. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder... Die gehen ein Trupp irrer Historiker. Hellhund im Bademantel. Oh, Helly im Bademantel. Entschuldigung. Jetzt solltest du was trinken. Habe ich doch gerade. Irgendwie ist hier duster. Mega duster. Und du bestimmt gleich wieder eine Schreck-Aktion. Wir werden beobachtet. Nicht gut. Mit Plüschkragen. Und Hasenpantoffeln, ja? Das Bild stell... Ich stell mir das gerade bildlich vor. Netter Anblick. Alter Träger. Aber dann bitte so eine Plüschpantoffeln, weißt du, wo die Hasen dann diese riesen Glitzeraugen haben. Ja, so mit Hello Kitty. Ja. Da vorne ist irgendwas. Das nennt man eine Brücke. Ja, mit deiner Sense in der Hand dabei. Oder kleine Hellys, weißt du? Ja. Vorne aufgenäht, die bei jedem Schritt wippen. Wie recht du hast. Wobei kleine Hellys gehen der Helly auch zum Knie. Hey, halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Ja, gleichzeitig. Was machen wir Alma? Jetzt? Auch nach deinem Gesichtsausdruck hast du das. Vielleicht sollten wir jetzt umkehren. Der Burrito ist schlecht gewesen. Alles gut? Alles gut. Jetzt unternehm doch mal was. Was schlagen Madame denn vor? Wir zwei regeln das. Ich geh nicht allein. Ah, gut. Gut. Gehen wir es an. Seid mal ein Mandel. Hm. Oh, jetzt wird's aber neblig. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut.
konfrontiere das Mädchen. Also, es ist nie gut, wenn die das Licht anfängt zu zittern. Nee. Hey! Ist da wer? Ey, du hast Taschenlampe in der Hand. Hey, wo ist bist Angie du? Hin? Hallo? Oh, vor mir steht. Du bist ja wieder. Ja, wo ist? Werte Dame. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Hey, Angel in you. Was zur Hölle bist du? Doppelgänger. Was willst du? Mhm. Du bist... Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Interessant. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Nur 10 Jahre jünger. Wie ist das möglich? 20. Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Ja, keine Schaut gute Idee. Denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine Sagen gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ja, ne? Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Auskunft Taylor. Anrufen. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es das ist eine blöde Idee. Und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ich bin Daniel. Oh, ich bin jetzt endlich mal Andrew. Er wirkt für mich am vernünftigsten von allen. Liegt an der Gehirnerschütterung. Das kann natürlich sein. Moment. Das Geräusch. Was ist mit jedem verkehrt? Also schnell, du brauchst doch gar nicht. Hey Vince. Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich
weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Wie kommst du damit klar? Ich bin eine Kämpferin. Das machen eine schlimme Ehe und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sicher hast du schon selber herausgefunden, dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Sich selbst. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Dreh doch einfach um, den Lappen. Ach komm, so schlimm kann es gar nicht sein. Doch, wegen der Kameraführung. Ja, stimmt, die ist schlimm. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Mach ich jetzt hier alle auf Seelenklempner oder was? Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Die Klamotten vom Leibe reißen. Was? Es geht hier nicht nur um dich. Wir alle sind deine Verantwortung. Himmel, ich kümmere mich doch um euch alle. Und das ist der Dank? Genau wie die anderen. Du verurteilst mich. Nee, da will ich noch nicht hin. Erst hier weiter. Tut mir leid, John. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Schon gut. Danke. Das klingt echt nicht gut. Macht mir heute wieder seinen Laden. Keine große Sorge. Ja? Ja. Seid so durch. Ich habe einen Spielplatz gefunden. Ist aber nicht sehr spannend. Ich habe mal wieder ein Häuschen gefunden. Oh. Das ist so ein Schisser. Ich will ihn mir die ganze Zeit schreien, damit man sich erschrickt. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Die Tür war schon auf, das ist kein Einbruch. Naja. Stimmt. Ist eh niemand da. Moderne Magik und Ritual. Aha. Moderne Magie und Rituale. Ronald Nates. Ach man, wie sind die dann eigentlich immer so scheiße? New Age Flüche. Ach was. So was gibt's auch. Bestimmt geschrieben von Helly. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zu Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am... Was?
Leben Sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind Sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht Ihren Erwartungen entspricht. Möchten Sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid könnten die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Ja, normal. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn Sie nicht an die Dreierregeln glauben, halten Sie sich am besten an Rudolf Steiners... Hey! Ich bin's nicht. Na endlich. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Oh, das hasse ich an diesem Spiel. Was immer es war riesig und scheißgruselig. Ehrlich? Ich bin jetzt noch gelähmt vor Angst. Und dabei war der arme John viel näher dran. Ja, wie witzig. Ich sterbe vor Lachen. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Heißt doch den Busfahrer, ob du das Buch weiterlesen.